So, da sind wir auch schon bei der Rapture-Zentralsteuerung angelangt. Ziel erreicht, gehe zu Andrew Ryans Büro. Aha, interessant, okay. So, sieht hier schön aus. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon, alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen, du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich Oh, hören? das klingt aber nett. Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Ganz ruhig. Der Puls steigt. So, Katastrophenheinz an der Arbeit. Ah, klingt doch normal, die ganze Stadt in die Luft jagen. Wir hören uns erstmal die Vita Chamber, das Tagebuch, an. Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. So, hier haben wir gleich nochmal zwei Tonbänder. Gedankenkontrolle, Test. Nur ganz leicht abgefuckt. So, Zustand des Babys. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. So, dann können wir weitergehen. Und hier ist immer noch der Alarm los. Attentäter, meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm, die Familie, das Flugzeug, der Absturz. Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Ich bin frei und ich habe die Wahl. Und hallo, Andrew. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben.
Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? 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 Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Der Sklave gehorcht! So, weg ist er. Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken. So, langsam bin ich nicht mehr so freundlich da jedes Mal hier. Aber jetzt haben wir schon mal Ryans genetischen Schlüssel. Geld können wir uns eh nicht mehr mitnehmen. Dieses Hintergrundsuchen erinnert mich ein bisschen an Inception da, wenn es so rumbebt. Film habe ich auch erst vor kurzem geschaut, hier können wir auch nichts mehr durchsuchen. Der Ryan liegt da, der wurde leider von, also der wurde automatisch getötet, das konnte ich jetzt nicht mehr entscheiden. Da hatte ich nicht die freie Wahl, ihn zu töten oder leben zu lassen. So, und hier kommt der Schlüssel rein. Selbstzerstörung unterbrechen. Ab geht's. Dieser miese Dreckskerl. So, neues Ziel, Fluchtweg. Das Tor ist wieder offen. Die Dinger tun uns natürlich erstmal weh, da. So, da schnappe ich mir schnell hier. Sicherheitsbot, erhöhter Schaden, plus 3. Gleich mal weiter ein paar Fotos machen. Ja, für die Leute, die Bioshock noch nicht kennen.
Der Atlas war also die ganze Zeit Frank Fontaine und mit seiner Redewendung, wärst du so freundlich, hat er uns nun mal sozusagen kontrolliert und uns ein bisschen in den Gedanken herumgespielt. Und er wollte halt auch, dass wir Andrew töten, damit er es nicht machen muss, damit er der Herrscher über Rapture sozusagen ist. Wenn man das natürlich noch nicht weiß, ist das ziemlich krass. Ich weiß es ja natürlich schon. Und ja, ich kenne ja Bioshock. Bioshock 1 schon. Ist natürlich ziemlich krass, wenn man dann endlich, so, da kann man nicht mehr erforschen, Andrew getötet hat und dann kommt, findet man heraus, dass Atlas einen die ganze Zeit nur belogen und betrogen hat. So ein richtiges Arschloch, ein mieser, kleiner Verräter, nicht mehr und nicht weniger war er. So, und hier überall stehen Geschütze, meine Güte, wir sind hier umzingelt von Feinden sozusagen. Ich mache noch schnell ein paar Bilder, bevor ich dann meine geballte Waffenenergie auf dieses Geschütz loslasse, nämlich jetzt. So, weg damit. Und wir suchen uns weiter nach einem Fluchtweg. Können wir die Little Sisters hier fotografieren? Ja, das geht sogar. Sehr cool. Da machen wir natürlich gleich ein paar Bilder von der. Hier als kleiner Pedo-Onkel. So. Hey, Spaß beiseite. Und dann folgt mal. Oh, von der wollte ich auch noch ein Bild machen. Hallo. Kein Motiv. Wohin? Hallo. Ich falle. Was passiert mit mir? Ich kann meine Waffe gar nicht mehr wechseln, jetzt habe ich hier diese Dinge in Sicht. So, Spieldaten werden geladen. Olympus Hates. Wussten Sie, dass 9 von 10 Frauen athletisch gebaute Männer bevorzugen? Anzeige Sportboost Gentonikum. Ja, dann sollten diese 9 von 10 Frauen aber vielleicht auch für diese athletisch gebauten Männer selber auch einen guten Körper hervorbringen. Denn wenn sie einen guten Körper erwarten, sollten sie diesen selber vorweisen. Außer sie finden natürlich einen Freund. Oder einen athletisch gebauten Mann, dem das egal ist. Aber ansonsten sollte man nicht zu viel erwarten, wenn man selber nichts bieten kann. So, egal, ob jetzt im Bereich auf athletisch gebaute Körper oder auch sonst irgendwas anderes. So, Tenenbaums Unterschlupf. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. So. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. So, rette dich vor Fontaine. Neues Ziel, durchsuche Su Chongs Apartment. So, jetzt sind wir hier im Heim der Little Sisters sozusagen. Wer ist das? Ja, ich habe euch auch alle gerettet. Ich bin der coole Daddy-O. Ja, ich habe euch alle schon mal gerettet, da habt ihr euch noch beschwert. Jetzt freut ihr euch, dass ich hier bin und dass ihr alle normale kleine Mädchen seid und nicht tot seid. So. Hahaha, nein, wäre ich nicht. Dummkopf.